Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Tut mir leid, dass es letztes Wochenende wieder kein Video gab. Ich habe das nicht geschafft. Ich war am Wochenende sehr beschäftigt und dafür mache ich euch jetzt für dieses Wochenende ein bisschen aufwendigeres Video. Und zwar zeige ich euch oder so eine Art Tutorial, wie ich Decken halt mache mit Nähen, also ohne Kleber. Bei manchen habe ich jetzt trotzdem geklebt, einfach so, weil ich das so halt machen wollte, aber man kann das halt auch mit Nähen machen und ich zeige euch jetzt, wie ich das gemacht habe. Ich blende immer wieder zwischendrin Bilder ein. Ich blende euch jetzt Bilder ein, wie ich die hier gemacht habe und dann zeige ich euch die nächste Decke. Ich zeige dir jetzt noch schnell genauer. Und zwar, ich habe hier noch ein Steinchen hingeklebt. Das habe ich mit Kleber gemacht. Und sonst habe ich halt nur noch das Band hier vorne mit Kleber hingeklebt. Ja, ich habe halt hier weiter genäht. Man hätte halt auch da oben abschneiden können. Bloß ich fand es jetzt halt schön, wenn das halt eben noch weitergeht. Ich habe für manche Decken jetzt Filz genommen. Das geht genauso gut auch mit Stoff. Ich zeige später auch eine Stoffdecke. Aber für die, wo ich jetzt zeigen werde, habe ich Filz genommen, weil das flauschiger ist und das sollen Winterdecken sein sozusagen. Das ist jetzt eine bisschen größere Decke. Die hat einen anderen Stich, wie man sieht, weil die ist nur so umrandet. Ich blende euch dazu jetzt auch noch Bilder ein, wie ich die gemacht habe. Ich zeige jetzt noch mal genauer. So hoffe ich, dass das scharf stellt. Also ich habe immer so drumherum genäht. So sieht es von innen aus. Also genauso, ich tue das da oben am Widerrist immer verknoten und halt so verwahren. Weil ich finde, da fällt es nicht so auf. Jetzt zeige ich euch die nächste Decke. Das ist jetzt noch eine andere Decke, die ist wieder mit einem anderen Stich. Man kann die auch unterschiedlich anwenden, die Stiche. Die Bilder, wo ich dazu gemacht habe, wie ich das gemacht, also wie die entstanden ist, die sind nicht so gut. Also manche Bilder sind eh verschwommen, aber bei dem ist nicht so gut, weil ich habe die Bilder mit meinem Handy gemacht. Und da ist das Orange so grell und da kennt man die Stiche nicht so gut. Das blende ich euch noch die Bilder ein und dann zeige ich euch die Decke genauer. Ich zeige euch jetzt noch schnell die Decke genauer. Das ist jetzt ein Stich, der ist nicht durchgängig. Ich hoffe, dass es scharf stellt. Ja. Und das ist halt immer nur so abwechselnd. Die ist jetzt nicht so schön geworden. Und ich habe halt zwei Farben genommen.
Und immer so, dass die gegenüberliegend sind. Das sieht auf der Seite genauso aus, also auf der Rückseite. Ja, das ist halt so, dass man immer nur in so Abständen den Faden sieht. Zu den anderen, wo ich jetzt gemacht habe, habe ich, glaube ich, keine Bilder mehr. Wenn ich doch noch welche finde, dann blende ich die ein. Das ist jetzt eine, die nicht mit Filz ist, sondern mit Stoff. Und da ist noch ein Band dabei. Also ich habe Stiche ohne Band und mit Band. Die hier war ja auch mit Band. Ich wollte dir jetzt nochmal zeigen. Und hier hinten, das war schon so Franzen am Stoff, die habe ich jetzt einfach gelassen. Und die Decken haben jetzt noch keinen Verschluss, weil ich die noch nicht gemacht habe. Ich zeige euch aber auch, wie ich bei einer Decke den Verschluss hingenäht habe. Ja, jetzt geht's weiter mit der nächsten. Dann habe ich noch die Decke gemacht, diesen lila mit drei unterschiedlichen Blautönen drumherum genäht. Das ist wieder der durchgängige Stich wie vom Anfang. Das sieht man jetzt nochmal. Ich finde, das sieht schön aus. Ja, ich tue die Fäden, wie ich schon gesagt habe, immer da am Widerrist. Ja, vernähen und verknoten. Und von der Rückseite sieht es so aus, also so ein bisschen chaotischer. Dann habe ich jetzt, glaube ich, nur noch die. Die ist so wie die lilane, bloß dass die halt rot ist. Und mit einem dunkellila und zwei Rosatönen umrandet wurde. Die zeige ich jetzt auch mal noch näher. Ja, da sieht man's. Und halt wieder mit dem durchgängigen Stich, ohne dass Lücken dazwischen sind. Da ist die Decke jetzt auch noch, wo ich den Verschluss dran gemacht habe. Hier sieht man noch die andere, also noch die Variante, wo so Lücken dazwischen sind an der Decke. Und das ist halt der gleiche oder so ein ähnlicher Farbton wie der Stoff. Und mit einem dunklen Grün umrandet halt sozusagen. Und ich blende euch jetzt die Bilder ein, wie ich das gemacht habe. Also ich hoffe auf den ganzen Bildern, wo ich eingeblendet habe, dass man das erkennt. Wenn nicht, dann schreibt es in die Kommentare, dann mache ich noch ein ausführlicheres Tutorial dazu. Und ich zeige euch jetzt die genauer. Und zwar bei den Verschlüssen, wo man das durchfädelt, habe ich wieder den Stich genutzt, der durchgängig ist, damit es besser hält. Und bei den Bändern, wo man durchfädelt, wieder nur den einfachen, wie bei der anderen Decke. Und ich mache jetzt mal schnell zu. Also ich habe die Decke jetzt zugemacht. Hier seht ihr jetzt den Verschluss, wie ich das durchgefädelt habe. Die Decke ist jetzt ein bisschen zu groß. Und da auch. Ja. Ich zeige euch jetzt nur schnell eine Schabracke, wo ich auch gemacht habe, also mit der gleichen Technik. Also ich habe die jetzt nicht aufs Pferd gelegt, weil ich gerade keinen Sattel finde. Das ist halt eine Schabracke, die ist auch umnäht halt mit zwei Farben. So einem Goldbraun und so einem Orange. Auch mit so einem durchgängigen Stich. So sieht es von der Rückseite aus. Das war's jetzt auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, ich werde jetzt noch ein paar Bilder einblenden von den Decken, wo ich gemacht habe. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.